Ich kriege den Dreck von den Schuhen runter wie kein anderer, Mister. Und blitzschnell geht es auch. Was hat denn Schütt die Straße runter, ne? Hier? Nein. Ist das auf der Karte eingezeichnet? Fusterei, Hospital, Bordell, Wespennest, Pension, Polizeistation. Hier. Das sieht gut aus. Eine Tierhandlung. Ja, das ist eine gut. Tierhandlung. Ja, komm, geh rein in die Tierhandlung. Bei Moses Bart, ey. Ja, Mose hatte, glaube ich, auch einen ziemlich langen Bart, wenn er ein Jude war. Ach, der sieht ja genauso aus. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Sie müssen Abraham Solomonowitsch sein. Ihr Cousin Isaac hat mich an Sie verwiesen. Er meinte, Sie können mir vielleicht weiterhelfen. Ich brauche für Reparaturarbeiten eine Schutzmaske, wie Sie Gerber benutzen. Ich kann Ihnen helfen, aber meine Schutzmaske ist in den großen Schlangenkäfig gefallen und das sind ziemlich gefährliche Biester. Ich weiß nicht, wie ich sie da wieder herausbekommen soll. Aber Sie haben doch sicher Gerätschaften für einen sicheren Umgang mit diesen Tieren, oder? Natürlich, aber mein Haken ist leider kaputt. Er müsste hier irgendwo liegen. Wenn Sie dieses Biest aus dem Käfig herausbekommen, tun Sie mir damit einen großen Gefallen. Gott. Jetzt wollen wir hier den Tierdoktor spielen, oder wie sehe ich das? Ein kaputter Haken. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie reparieren. Vielleicht finde ich in Isaacs Werkstatt etwas, das mir weiterhilft. Ich brauche etwas. Ja, komm. Vielleicht finde ich in Isaacs Werkstatt etwas, das mir weiterhilft. Muss nicht immer wieder wiederholen, Holmes. Einmal sagen reicht, dann merken wir uns das. Ja, ich habe noch ein anderes Spiel von Sherlock Holmes. Oh Gott, wie heißt das denn? Das Vermächtnis der Oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Ja, die Vergessenen, genau, Sherlock Holmes und die Vergessenen oder irgendwie sowas. Das werde ich vielleicht auch noch spielen. Bin nämlich ein richtiger Sherlock Holmes-Fan jetzt geworden. Hallo, Isaac. Ich brauche einige Gegenstände für Ihren Cousin Abraham. Kann ich sie mir von Ihnen ausleihen? Aber natürlich. So. Wechseln wir mal die... Du sollst die Ansicht wechseln. So sollte es klappen. Eisenstab und Haken. Ich hoffe, das reicht aus. Er sagt ja schon so. Hier noch irgendwas? Ah ja. So sollte es klappen. Eine Zange. Oh ja, gut. Das könnte sich als nützlich erweisen. Wir nehmen alles mit. Wir plündern den ganzen Laden. Ah! Ja, wir plündern den ganzen Laden, ja. Ja, unter anderem wurde in dieser wirklich konstruktiven Kritik gesagt, dass ich die Schlussfolgerungen bei den Morduntersuchungen, der bei den Leichen vorlesen soll, das werde ich machen. Und natürlich werde ich dann auch laut denken, wobei... Einige Sachen irgendwie, wenn es heißt, an der linken Wange ein Abdruck, dann halte ich mir einfach mal die Hand vors Gesicht. Das könnt ihr leider nicht sehen. Aber ich werde es natürlich machen. Ich brauche etwas. Was brauchst du denn noch? Haben Sie die Schlange aus dem Käfig herausbekommen? Was brauchst du denn noch? Ich brauche etwas. Wir können es auch einfach abstechen. Dieser Käfig sollte für die Schlange geeignet sein. Ja. Dann leg los. Ich brauche etwas. Ja, kann man das in Kombination machen? Nein,
Das kann ich nicht tun. Nee, das kann ich nicht tun. Erst willst du das Ding nicht nehmen, weil du noch was brauchst? Ich brauche etwas. Kann man die Dinger verbinden? Nein. Dieser Käfig sollte für die Schlange geeignet sein. Was ist das denn? Käfig mit weiten Ständen. Mit diesem Käfig sollte es klappen. Die Gitterstäbe sind eng genug zusammen. Das war's. Ausgezeichnet. Wie? Warum haben Sie eigentlich eine Schutzmaske, wenn ich fragen darf? Ich habe nicht immer in einer Tierhandlung gearbeitet, mein Freund. Zuvor war ich viele Jahre als Aushilfe in einer Metzgerei tätig. Zu mehr hat es leider nicht gereicht, weswegen man in meiner Gemeinde auf mich herabgesehen hat. Ich habe die Überreste aus dem Schlachthof gekarrt. Eine abstoßende Tätigkeit, bei der man sich außerdem schlimme Krankheiten einfangen kann. Lange kann man das nicht machen. Deswegen kam mir die Idee mit der Schutzmaske. Ich habe sie selbst gebaut und sie hat mir gute Dienste erwiesen. Später habe ich jedoch gekündigt und mit meinen wenigen Ersparnissen diesen Laden aufgemacht. Ich habe tausende Tiere sterben sehen und jetzt sehe ich sie leben. Haben Sie Interesse an einem Haustier? Wie wäre es zum Beispiel mit einem kleinen Kanarienvogel? Keine Vorurteile. Nein, hier. Aber vielen Dank. Zurück zur Pension. Zurück zur Pension. Ich dachte, der macht mir eine. Guten Tag. So, hat er die jetzt auf? Ah, egal. Ach so, schade, ich dachte, man sieht es aus der dritten Person, wie er da hochklettert. Tatsache, der hat die Maske auf. Ich brauche etwas. Was brauchst du denn noch? Ich brauche etwas. Da war was. Das Gas muss abrupt ausgetreten sein. Selbst die Tiere hatten keine Zeit mehr, sich zu retten. Das ist eine Ratte. Ein kleiner Schweißbrenner. Eignet sich bestimmt zum Öffnen von Tresoren. Der Gasbehälter ist jedoch leer. Okay. Die Tasche ist ziemlich schwer und wurde fest zwischen die Rohre geklemmt. Es wird einige Anstrengungen erfordern, sie herauszuziehen. Und ist nicht ganz Oh. Okay. Gut, dann reparieren wir mal. Also das kommt bestimmt hier hin. Und das kommt bestimmt hier hin. Und das kommt hier hin. Und das kommt hin. Es fließt nicht genug Gas. Der Druck ist zu niedrig. Ja, ist gut. Komm. Ist gut. Lass los. Kann man die Dinge auch woanders?
Nee. Nee, das ist jetzt ganz falsch.